Die letzten 40 Sekunden vor dem Start, immer wieder ein tolles Bild, das wir da sehen. Es wird ja gestartet kurz vor der Siegessäule. Das Ziel ist dann hinter dem Brandenburger Tor. Also Start und Ziel sind nur wenige hundert Meter auseinander. Den Startschuss werden abgeben der Präsident des Deutschen Sportbundes, Manfred von Richthofen, und einige unserer tüchtigen Hockey-Olympiasieger-Frauen. Ich denke, die haben das verdient, auch heute hier wieder im Rampenlicht zu stehen, wenigstens beim Start. Und jetzt schon ein tolles Bild, wenn man sie da aufgereiht sieht. Vorn die Top-Leute und dahinter dann das lustige Feld, muss man schon sagen, die eigentlich Spaß haben vor allen Dingen. Die anderen 36.000, und los geht's. Zum zweiten Mal auf dem neuen Kurs. Erst einmal geht es jetzt Richtung Siegessäule, dann die Straße des 17. Juni zum Ernst-Reuter-Platz herunter und dann biegt man ab nach Moabit und kommt dann zum Regierungsviertel und dann die ganzen Sightseeing-Punkte, die touristischen Attraktionen, die Berlin auszeichnen. Aber hier gleich die Spitzenleute vorn. Und es gibt ja auch wieder, Thomas, die berühmten Pacemaker, die Tempomacher. Ganz genau, die haben wir eben gesehen. Das sind die Läufer mit den Startnummern 90 und höher, die sich schon vorne eingereiht haben und sich formieren. Und das Gleiche gilt auch für die Frauen. Einige haben ihre speziellen Pacemaker dabei, die dafür sorgen, dass sie einen guten Rhythmus laufen und ihnen auch ein bisschen Windschatten geben, wenn es dann in den Wind hineingeht. Und das ist jetzt der Fall. Viele der 36.000 Hobby-Freizeitläufer sind noch gar nicht gestartet, macht aber nichts für ihre persönliche Zeit. Das ist richtig, wir sehen, wie sie hier über solche roten Matten laufen. Unter den Matten sind Sensoren und jeder Läufer hat am Schuh einen sogenannten Chip, einen kleinen Reflektor, der dann auslöst, wenn er diese Matte überquert, sodass es für jeden Läufer zwei Zeiten gibt. Eine Bruttozeit, die dann zu zählen beginnt, wenn der Startschuss erfolgt. Und die Nettozeit, die erst dann zählt, wenn er die Startlinie überquert hat. Diese Nettozeit kann im Einzelfall durchaus 5, 6, 8 Minuten schneller sein als die Bruttozeit, weil die hinten stehenden Läufer halt so lange brauchen, bis die Startlinie überqueren. Hier haben wir wieder einige derjenigen gesehen, die sich monatelang, vielleicht auch jahrelang vorbereitet haben, um das Erlebnis Marathon zu genießen. Es gibt wieder sehr viele Anfänger unter diesen vielen, vielen Läuferinnen und Läufern. 36.000 Menschen treffen sich hier zusammen, um dieses Erlebnis miteinander zu genießen. Ich muss immer wieder betonen, es ist kein Laufen gegeneinander. Das sind nicht alles Wettbewerber, die nun den Gegner, der neben ihnen läuft, überholen wollen, sondern es ist ein Laufen miteinander. Es ist ein gemeinsames, schönes Erlebnis, eine moderne Form des Volksfestes, würde ich sagen. Wenn wir von den Anfängern sprachen, das sind 35% Anfänger unter diesen Läufern. Was geht speziell in denen vor? Für die ist der Marathon ein ganz großes Ziel. Der Anfänger redet ja immer gerne davon, dass er diesen inneren Schweinehund überwinden muss, um sich überhaupt dazu aufzumachen, das regelmäßige Training durchzuführen und so ein Ziel, diesen Marathonlauf zu bestreiten, das hilft enorm, hilft in der schlechten Jahreszeit, hilft, wenn man sich mal nicht so gut fühlt, wenn mal der Trainingspartner ausgefallen ist, man aber trotzdem gehen will. Also da übernehmen diese Stadtmarathonläufer eine ganz, ganz wichtige Funktion, gerade für die Anfänger. Wir sehen die Nebelschwaden, die Wolken, die tiefhängenden, die da über die Siegessäule ziehen. Die aber Gott sei Dank unsere Hubschrauber nicht behindern. Das ist ja immer eine Zitterpartie für uns, Thomas. Nicht? Sie wissen das. Genau das. Denn die Flugsicherung Tempelhof ist da ganz streng und unter einer bestimmten Wolkendecke lassen sie die Hubschrauber nicht starten. Aber heute noch alles in Ordnung. 300 Meter so etwa ist die Grenze. Aber es geht alles und deshalb kriegen wir diese, wie ich finde, auch atmosphärisch sehr schönen Bilder. Also nicht nur Sonnenbilder können toll sein. Absolut. Und hier sieht man sie auch. Mit Balance sind sie da unterwegs und
in Gruppen laufen sie auch zuweilen, nicht? Das sind Freundesgruppen, die da sich zusammengetan haben. Ganz richtig, die ja zum Teil auch weit anreisen. Wir wissen ja, dass ganz viele Länder hier vertreten sind, dass die Schweiz zum Beispiel 2.900 Teilnehmer geschickt hat. Die Dänen auch, nicht? Die sind die traditionell immer allerstärksten. Ne? Jetzt habe ich mich vertan. Dänemark ist 2.900, Schweiz nur 1.075. Thank you.
Ja, und während wir hier die Spitze gesehen haben, wird die dritte Welle erst gestartet. Also, da sieht man auch nicht alle ihre persönliche Zeit, stoppen sie noch mal mit. Also, jeder läuft natürlich, um Spaß zu haben, aber auch, um die persönliche Bestzeit zu verbessern. Das ist der größte Sieg, den die Hobbyläufer ringen können. Ja, ich denke, diejenigen, die an einer persönlichen Bestzeit interessiert sind, die stehen dann auch hier vorne. Dahinter gibt es sicherlich etliche, für die sind die Zeiten dann mehr Schall und Rauch. Die laufen, um durchzukommen oder einfach, um mit ihren Freunden zusammen hier dieses Erlebnis zu genießen. Aber natürlich, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die sich eine bestimmte Zeit vorgenommen haben und die sich nun bemühen, diese Schallmauer von vielleicht 4 Stunden oder 4,5 Stunden zu unterbieten. Es hat mal ein kluger Marathonexperte gesagt, dass der Marathonlauf sozusagen der 8000er des kleinen Mannes sei. Ist da was dran? Ja, mit Sicherheit. Wenn wir dann so mit dem Teufelsberg in Berlin anfangen würden, das ist dann vielleicht der 5 Kilometer Straßenlauf von Dessau oder Bad Saro. Und dann geht das so langsam hoch und der Marathonlauf ist dann schon wirklich die Spitze. Muss man heute bei den regnerischen, bei dem regnerischen Wetter und bei diesen Temperaturen sich kleidungsmäßig anders vorbereiten als bei einem Sonnenlauf? Mit Sicherheit. Und wir sehen da ein paar Kleidungsstücke auf der Straße liegen. Es gibt eine ganze Menge von Läufern, die ziehen sich etwas mehr an für die Zeit, während derer sie auf den Start warten müssen und dann auf den Fleck gebunden sind, sich nicht bewegen können. Und das werfen sie dann weg, wenn es losgeht. Deshalb liegen hier so Trainingspullover und Jacken auf der Straße. Und so wird das dann nach und nach nochmal geschehen. Die einen oder anderen werden noch ihre Plastiktüten loswerden unterwegs. Und dann wird man schauen, ob es wirklich ein bisschen aufreißt, ob es wärmer wird und ob man dann mit den gewählten Kleidungsstücken zufrieden ist oder ob man auch das noch ablegen muss. Es soll 16 Millionen Jogger in Deutschland geben. Wie viele von denen hätten das Potenzial zum Marathonlaufen? Es gibt etwa 1,8 Millionen, die sagen, sie würden bis zum Marathon laufen. Und wenn wir die gleiche Anzahl noch mal hinzunehmen von solchen, die es könnten, aber es nicht tun, weil sie an einem Wettkampf nicht so interessiert sind, dann liegen wir so vielleicht bei 3,5 Millionen Menschen, eine grobe Schätzung. Aber wir sehen schon, wie stark diese Bewegung ist und wie stark sie auch verwurzelt ist in unserer Bevölkerung. Es ist also keine Sache für ein paar Außenseiter mehr. Ihr seht hier hinter mir das Auto mit allen Betreuern und alle sind sich einig. Die Gesten waren eindeutig. Ich habe gerade mit allen mal ein bisschen durchs Autofenster so sprechen können. Das Tempo ist zu schnell. Bei Kilometer 6 nach wie vor 20 Sekunden schneller als Paul Taggart bei seinem Weltrekord. Allerdings war zwischen Kilometer 5 und 6 die blaue Linie, die ja den kürzesten Weg für den Marathonläufer anzeigt, über eine Strecke führend, die von Pfützen übersät war. Und auch das haben die Pacemaker sofort erkannt. Sie haben die Spitzengruppe weggeführt von dieser blauen Linie und über eine Strecke geführt, die von Pfützen befreit war. Also es wird an alles gedacht, damit die Füße nicht nass geworden sind. Es ist ja relativ kühl am frühen Morgen hier heute in Berlin. Ich muss sagen, die Tempoarbeit, die sie da verrichten, ist zwar auf der einen Seite äußerst lobenswert, aber übertrieben in dieser Anfangsphase. Felix Limon hat auch schon einmal mit einem Tempomacher Kontakt verbaler Natur aufgenommen. Und ich glaube, da haben sie sich jetzt schon ein bisschen abgestimmt. Denn wenn das so weitergeht, dann bricht irgendeiner da vorne ein. Auch bei Kilometer 7, diese Marke, absolvieren wir im Moment. Willi, gib ein bisschen Gas, sonst werden wir fast noch überholt, so schnell sind die hier. Sind sie nach wie vor 20 Sekunden unter der Taggart-Zwischenzeit vom Weltrekord vom letzten Jahr. Damit wieder zu dir, Jochen. Donnerwetter, das macht uns sprachlos, Thomas. Nicht? Dieses Anfangstempo, werden Sie dem Tribut zollen müssen dann irgendwann? Ja, vermutlich werden Sie schon. Andererseits ist das ja was Erfrischendes. Wir stellen das immer wieder fest, dass die Läufer aus Kenia ja sehr stark ihren Emotionen folgen, dass sie sich nicht so sehr an Zeiten und Pläne halten, sondern einfach spontan laufen. Und das tun sie jetzt offensichtlich auch. Es gibt ja sehr viele dieser 36.000, die
Berlin auch touristisch sehr schätzen und das ganze Wochenende hier verbringen, was natürlich auch Enormes bringt für die Berliner Wirtschaft. Man spricht von 128.000 Übernachtungen, wenn man dann denkt, was die da alles noch in Gaststätten lassen. Also das ist schon ein enormer Wirtschaftsfaktor, dieser Berlin-Marathon. Neben dem riesen Stadtereignis, es ist ja auch ein autofreier Sonntag. Man hat appelliert an die Autofahrer, das Auto stehen zu lassen, einfach an die Strecke zu gehen und die Läuferinnen und Läufer zu bejubeln. Und wir hoffen, dass das heute auch bei leichtem Regen der Fall sein wird. Ich kann mir vorstellen, dass die Berliner sich davon nicht abhalten lassen. Ja, Berlin ist ja berühmt für seine fantastische Stimmung an der Strecke. Und wann immer ich gefragt werde von jemandem vielleicht aus dem Ausland, er möchte jetzt in Berlin laufen, was ist denn das Tollste an Berlin, dann nenne ich natürlich die Strecke und ich nenne die Stimmung, das begeisterungsfähige Publikum, das wirklich vielen Läufern dazu verhilft, diese Strecke vernünftig zu bewältigen, durchzuhalten und auch so mal einen kleinen Tiefpunkt jenseits von Kilometer 30 zu überwinden. Sie haben dieses Gefühl ja schon mal genossen und das bei einem ganz besonderen Lauf. Ja, bei zwei besonderen für mich. 1989 war es der erste und der letzte nur durch den Westteil der Stadt und 1990 der Wiedervereinigungsmarathon durch einen noch relativ leeren, zuschauerfreien Teil im Osten der Stadt. Das war schon sehr eindrucksvoll und für mich die schönsten und nachhaltigsten Marathonerlebnisse, die ich erleben durfte. Und mit Sicherheit wird diese Übertragung in Japan wieder für viel Begeisterung sorgen. Erinnern wir uns damals, als Takahashi auf dem bekannt schnellen Berliner Kurs den Weltrekord erzielte. Da schauten fast die Hälfte aller Japaner zu. Über 70% Einschaltquote, also faszinierende Resultate. Wieder die Verpflegungsaufnahme nach gut einer halben Stunde Rennzeit für Shibui mit ihrer eigens gekennzeichneten Flasche. Aber sie muss sich nicht den Weg hin zu Tischen oder zu großen Wasserreservoirs wie die Hobbyläufer später. Wir sehen da gerade die Verpflegungsstelle im Hintergrund, wo die Läuferin ja hier dran vorbei fliegt praktisch, machen, sondern sie haben es gesehen. Persönliche Betreuer sorgen für die spezielle Verpflegung aller Topläuferinnen und Topläufer. Essen und Trinken, das A und O, nicht nur für die Spitzenläuferinnen und Läufer, sondern natürlich auch für die Hobbyläufer. Ja, hier hat man wirklich gute Vorsorge getroffen. Man hat im Durchschnitt so etwa alle 2,5 Kilometer Verpflegungspunkte oder Erfrischungspunkte. Es gibt Wasser, es gibt vieles zu essen. Bananen haben wir gesehen und es gibt Riegel und alles Mögliche, was natürlich von den Spitzenläufern nicht wahrgenommen werden wird. Dazu haben sie im wahrsten Sinne des Wortes keine Zeit. Aber der Hobbyläufer, der 4, 5 oder gar 6 Stunden unterwegs ist, der sollte sich schon unterwegs verpflegen. Und hier sehen wir wieder Bilder von der Spitze der Männer. Neben Felix Limo mit der Nummer 2 in der Mitte dieses Feldes sehen wir mit der Nummer 93 einen Namensvetter Limo. Ich habe eben versucht, die beiden mal zu vergleichen, ob es wohl Brüder sein können. Aber der andere ist ein bisschen schlanker als er. Vielleicht ist es ein Vetter oder ein Onkel, wer weiß. Jedenfalls heißen sie beide Limo und laufen Seite an Seite schon einige Kilometer zusammen. Es soll sich um keine Verwandten handeln. Aber die beiden mit einer Spitze. Es hat sich ein bisschen verändert, denn der Ralf hat es ja angesprochen, nachdem wir teilweise bis zu 20 Sekunden mit den Durchgangszeiten bei Kilometer 3 und 5 unter dem Weltrekord von Paul Tergat geblieben waren, gab es die heftigen Betreuerzeichen und sie folgten mittlerweile bei Kilometer 14. Alles pari im Vergleich zur Durchgangszeit von Paul Tergat im letzten Jahr bei seinem Weltrekord. Jetzt sind sie sogar 5 Sekunden drüber. Und wenn Sie nach vorne schauen auf die Pacemaker-Gruppe, dann sehen Sie mit der 93, das ist der, der die meisten Informationen Betreuer erhält. Das ist Andrew Limo. Andrew Limo im Übrigen der Bruder von Richard Limo, dem bekannten 10.000-Meter-Läufer, aber nicht verwandt und nicht verschwägert mit Felix Limo, einem der Top-Favoriten. Und Felix Limo wäre, als er in dieser Rechtskurve durch mächtige Pfützen laufen musste, jetzt fast gestürzt. Er ist weggerutscht und in brutaler Seitenlage. Da hätte der Willi, mein Motorradfahrer, stolz sein können, wie er das ausbalanciert hat hier
ist er gerade noch mal auf den Beinen geblieben. Also das ist tückisch in diesen Kurven hier. Und es hat ja auch schon eine Szene gegeben mit dem Mann mit der 99, dem Tempomacher, dem Christopher Candy. Denn er vor dem Friedrichstadtpalast ist in die falsche Spur als Pacemaker abgebogen, links von der Straßenbahninsel, und kehrte danach erst wieder ins Feld zurück, was vom gesamten Feld schmunzelnd zur Kenntnis genommen wurde. Aber diese Tempoverschleppung führte dazu, dass der mit am meisten gewettete zweite Japaner, Watanabe, nachdem sich Noda, der andere, sein Mannschaftskollege, in der Spitzengruppe von Beginn an, die aus 13 Mann bestanden hatte, aufgehalten hatte, jetzt aufschließen konnte. Watanabe mit der 18, zusammen mit Noda mit der 19. Also jetzt auch in dieser Führungsgruppe, in der sich alle Favoriten befinden, in der sich von den Zeiten her alles im Bereich der Durchgangszeiten von Paul Tergat bewegt. Ansonsten sehr, sehr viele Zuschauer an der Strecke. Mehr als im letzten Jahr, mit Regenschirmen bewaffnet. Die Fenster am Straßenrand sind alle geöffnet. Und wir haben eben leider ein großes Malheur zur Kenntnis nehmen müssen. Eine Oma wollte ein Foto machen und dabei fiel ihr der Fotoapparat aus dem Fenster. Wir werden am liebsten wieder rausgefallen. Hier haben wir Sonja Oberem zusammen mit Melanie Kraus und vor ihr läuft Mario Krückert, der Langstreckenspezialist aus Leverkusen. Macht einen sehr entspannten, sehr ruhigen Eindruck, wie das ihre Art ist auf den ersten Kilometern. Vater Rolf ist hier mit in Berlin, betreut sie, und sie machte auch gestern einen sehr relaxten Eindruck vor dieser harten Prüfung. Die Japanerinnen dominieren mal wieder den Berlin-Marathon. Und für sie ist Berlin doppelt eine Reise wert. In den letzten Jahren kam die Siegerin immer aus Japan. Und auch jetzt sieht es zumindest bei Kilometer 15 ganz danach aus. Yoko Shibui immer noch auf einem sehr schnellen Kurs. Die Zwischenzeit bei 15 Kilometer knapp unter 50 Minuten. Also sie hat tatsächlich ganz ernsthaft ihre Planung auf den Streckenrekord ausgelegt. Dafür gibt es ja auch etwas Geld. 30.000 Euro alleine, wenn sie das Ziel erreicht. Und für den Sieg das Gleiche nochmal obendrauf. Nicht nur das, ein großer Anreiz. In Japan hat das Marathonlaufen einen sehr hohen Prestigewert. Hier ein Blick kurz auf die Männerspitze. Und da kann man tatsächlich zum Werbehelden werden. Naoko Takahashi, ihre Landsfrau, die ja hier den Streckenrekord hält, inzwischen nicht nur in der Werbung, sondern auch in den bei den Jugendlichen so beliebten Comics mit einer eigenen Geschichte um den Berlin-Marathon verehrt. Da muss Yoko Shibui allerdings noch ein bisschen an ihrem Image arbeiten. Und jetzt in ihrer Gruppe nicht nur die Tempomacher vorne mit der 132, André Green und Marek Jaroszewski mit der 133, sondern dahinter auch der ein oder andere Landsmann von Yoko Shibui mit Bestzeiten, die eigentlich ein bisschen unter der schnellsten Frau hier im Feld liegen. Aber die reihen sich da zunächst mal ein und wollen vielleicht auch ihrer berühmteren Landsfrau ein bisschen Hilfe leisten, wenn es mal härter werden sollte. Das ist die Gruppe mit Sonja Oberem, mit der F5 da in der Mitte. Da hat sich aber inzwischen eine zweite dazugesellt. Beatrice Umwanza, die Kenianerin, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, ungefähr im Leistungsbereich von Sonja Oberem, hatte zwischendurch mal ein bisschen den Ausreißversuch in Richtung der beiden führenden Japanerinnen gewagt. Beatrice Umwanza mit der Empfehlung des Sieges beim Paris-Marathon hier nach Berlin gekommen. Aber das nötigt Sonja Oberem nicht allzu viel Respekt ab. Dafür hat sie schon zu viel erlebt auf dieser Marathondistanz. Und leider gibt es keine Zwischenzeiten von Sonja Oberem. Auch sie läuft natürlich mit einem Marathon-Chip, der die Echtzeit ihrer Leistung weitergeben soll, normalerweise hier am Schuh befestigt. Aber der ist offensichtlich ausgefallen. Das ist das, was wir von der Zeitmessung hören. Deshalb werden wir immer mit unserer Kamera dabei sein müssen, um genau zu sehen, wo Sonja Oberem und ihre Laufgruppe sich tatsächlich befindet.
aber alles im grünen Bereich. Wir haben das auch von ihrem Trainer Paul-Heinz Wellmann, der hier immer wieder auch die Verpflegung anreicht, gehört. Sehr gutes Rennen bisher für Sonja Oberrem. Und natürlich will sie den Entscheidungsträgern im Nationalen Olympischen Komitee zeigen, Leute, es war ein Fehler, mich nicht mitzunehmen nach Athen zur olympischen Entscheidung. Wir nähern uns langsam, aber sicher der Halbmarathon-Distanz. Kilometer 20 absolviert. Und in Schöneberg hat Andrew Limo mit der 93 vorne als Pacemaker das Tempo noch einmal verschärft. Und Sie sehen schon in seinem Windschatten der Topfavorit Felix Limo. Dann dahinter mit der 21 Ochanga. Und ein neuer Mann, der jetzt das Tempo vorne mitbestimmen soll. Jackson Coach mit der Nummer 90. Das ist die Taktik jetzt für die nächsten Kilometer. Im Moment immer noch 11 oder 12 Sekunden über der Durchgangszeit von Paul Tergat bei seinem Weltrekord. Nachdem man einfach sich über mehrere Kilometer hinweg zu sehr uneins war. Drei Japaner halten glänzend mit, vor allem Watanabe und Noda, auch der junge Hirofune.
Und diese drei laufen taktisch sehr, sehr clever. Immer im Windschatten der Kenianer, die vorne des Öfteren Blickkontakt suchen, miteinander auch gelegentlich kommunizieren. Jetzt schaut Felix Limo wieder einmal nach links hinüber zu Andro Limo und zu Changa. Also diesbezüglich jetzt in der Nähe der Halbmarathondistanz sind dies Zwischenzeiten, die uns noch optimistisch stimmen. Allerdings, wenn ich bedenke, was Paul Tergat bei seinem Weltrekord für eine zweite Hälfte hingelegt hat, dann müsste man im Moment fast sagen, mit Weltrekord wird es voraussichtlich heute nichts, aber eine erneut glänzende Zeit könnte es auch heute wieder geben. Die Stimmung nach wie vor ungetrübt. Jetzt sehen Sie vielleicht mal Kommunikation zwischen den Betreuern in dem Auto daneben. Jetzt gibt es die Anweisungen für Andro Limo, den Tempomacher, was er jetzt machen soll auf den nächsten Kilometern. Wir sind neugierig darauf, gespannt und geben wieder zurück zu euch, zu Jochen und Thomas ins Studio. Ja, und wir wollen uns mal wieder der Masse zuwenden. Das ist ja das Schöne hier bei diesem Berlin-Marathon, überhaupt bei Stadtmarathons, dass wir eben beides haben, dass wir die Hobbyläufer haben, die zum Teil auf höchstem Niveau laufen, wie übrigens auch mein Experte Thomas Wessinghage, der mit seinen 52 Jahren, darf ich mal sagen, immer noch 3 Stunden läuft beim Marathon. Eine klasse Zeit. Wo zum beim nächsten Mal, Thomas? Der nächste wird der New York-Marathon sein. Das ist Tradition sozusagen. Dort zu laufen. Ich würde natürlich auch gerne in Berlin laufen, aber da hält mich die eine oder andere Aufgabe davon ab. Was zeichnet Berlin ganz besonders aus? Was schätzen die Läufer an Berlin, an dieser Strecke? Ich sagte bereits, wir haben hier hervorragende Straßen, gerade breite Straßen, relativ wenig Kurven, guten Asphalt. Wir haben hervorragendes Publikum, die ganze Strecke entlang. Also man hat keine Stellen, wo man vielleicht 5 Kilometer durch den Wald läuft und keinen Menschen sieht. Und insgesamt ist Berlin auch von der Organisation her weltweit berühmt, sodass man immer in jedem Jahr das Problem hat, irgendwann die Aspiranten, die also teilnehmen möchten, ablehnen zu müssen. Bei 35.000, 36.000 ist die Kapazitätsgrenze erreicht. Und damit ist Berlin weltweit unter den Top-Austragungsorten neben Chicago, neben New York, neben London. Und alles fröhliche Gesichter. Der Lauf ist zwar noch jung, aber ich glaube, das bleibt bis zum Schluss so. Das ist das Motto dieser Läufer, die wir da sehen. Ja, es ist eine Fun-Sportveranstaltung. Man läuft miteinander, nicht gegeneinander. Und man genießt es einfach, in dieser Menge mal zu laufen, wenn man sonst oftmals ja gezwungen ist, sein Training individuell und manchmal auch einsam durchzuführen. Das hier ist ein großer Massenevent, der jedes Jahr wieder aufs Neue fasziniert, sowohl den Zuschauer als auch den Teilnehmer. Und sie sind auch immer besser vorbereitet. Also so die Leute, die das mal so als Happening früher betrachtet haben, Marathon zu laufen und sich damit dann gefährden, das gibt es heute seltener, ne? Das gibt es seltener. Marathonarzt Billy Heper hat immer weniger zu tun. Während des Laufes, in der Vorbereitung natürlich sehr viel. Es ist hier für eine ganz hervorragende medizinische Versorgung gesorgt. Aber Zwischenfälle gibt es immer weniger. Und jetzt wollen wir mal die Spitze der Rollis sehen. Und die sind schon fast am Ziel, haben wir gehört. Und das wollen wir uns gleich mal anschauen. Da sehen wir es. Wir haben auch eine Startliste von den Handbikern bekommen und versuchen uns zu orientieren. Wird nicht ganz einfach werden. Aber ich glaube, viel wichtiger ist noch, dass wir diese unglaubliche Dynamik sehen, die die Handbiker ausstrahlen. Wie gesagt, das ist das Rollstuhlfahren der Zukunft, ganz ohne Frage. Sie werden wahrscheinlich die Klassiker, die heute in Athen ihr Finale bestreiten, auf lange Sicht ablösen. Die bekanntesten Namen hier bei den Handbikern sind Errol Markline und Harry van Hout. Beide haben eine Zeit von 1:08 gefahren. Das ist zurzeit die Weltbestzeit. Aber wir gehen eigentlich davon aus, dass die relativ bald gedrückt werden wird, je populärer dieser Sport noch wird. Auch, glaube ich, eine sehr gute Idee, dass man diese Rollis seit Jahren in den Berlin-Marathon fest integriert hat. Denn ich glaube, rein psychologisch auch für diese Sportler ganz wichtig, hier mit dabei zu sein. Das ist völlig richtig. Die Mischung dieser Sportler mit den nicht behinderten Athleten wird von ihnen als ganz, ganz wichtig angesehen. Und hier haben sie einmal das Forum, um auf
die Lebensbedingungen von Behinderten hinzuweisen. Ich glaube, das hat viel dazu beigetragen, dass wir heute in allen möglichen öffentlichen Gebäuden Rampen für Rollstuhlfahrer haben und dass die Rollstuhlfahrer gerechte Plätze und auch öffentliche Verkehrsmittel haben. Jetzt kommen sie durchs Brandenburger Tor und damit sind es noch wenige Meter bis zum Ziel. Also ein faszinierendes Rennen der Rollis. Jetzt geht man aus dem Windschatten heraus. Der Endspurt. Sind Sie gerade an unserer Sprecherkabine vorbeigesaust? Mit Affenzahn über 40 Stundenkilometer erreichen Sie hier. In den letzten Jahren ja stets Heinz Frey hier, der große Triumphator. Vielleicht wird er heute Paralympicsieger in Athen werden. Hier werden sich neue Männer in die Siegerlisten eintragen. Es gibt ja auch Frauen bei den Rollis. Starten die auch schon mit Handbikern? Auch da gibt es schon Weltbestzeiten. Und eine ganz bekannte Rollstuhlfahrerin ist Lilly Angreni aus Wattenscheid, die schon früher beim klassischen Rollstuhlfahren Furore gemacht hat und nunmehr auf das Handbiking umgestiegen ist. Und wir verfolgen die Spitze am Wilden Eber. Da wurde früher Thomas Wessinghage die Sau rausgelassen, sagte man. Es war also der Kilometer 32, glaube ich. Jetzt ist es Kilometer 27, also da fällt dann noch nicht die Vorentscheidung. Aber ich glaube, zumindest die Favoriten, so sieht es jedenfalls bei diesen Bildern aus, haben sich jetzt doch deutlich in Front gesetzt. Ja, der Wilde Eber hat immer noch eine besondere Bedeutung. Jetzt ab Kilometer 27 und kurz danach, sagt man, beginnt der Marathon eigentlich erst. Bis dahin ist es Vorgeplänkel, aber jetzt geht's zur Sache. Und jetzt sehen wir die fünf Spitzenleute da, die in einem wirklich Höllentempo auf diesen markanten Punkt zustreben. Kurz danach wird dann auch der höchste Punkt der Strecke erreicht. Der Berliner Kurs hat ja nur einen Höhenunterschied von knapp 20 Metern, also topfeben eigentlich. Und dennoch merkt man, wenn man dann danach in Richtung Kudamm-Tauentzienstraße läuft, dass es so ganz sanft wieder bergab geht, zwischen Kilometer 30 und 35. Und dann werden sie sicherlich noch mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Das sieht jetzt sehr, sehr gleichmäßig, viel rhythmischer aus als vorhin. Ja, jetzt laufen sie sozusagen richtig. Die Warmlaufphase ist beendet, um das ein bisschen zu überzeichnen. Und jetzt ist es ein richtiges Rennen geworden. Übrigens ist Berlin ja berühmt, berüchtigt dafür, dass hier auch schon mal Tempomacher gewinnen können. Das war schon zweimal der Fall. Joseph Nolepus 2001 war der Letzte, der das geschafft hat. Und vielleicht ist ja hier Jackson Coach auch einer von denen, die mit der Nummer 90 und dem Schild Pacemaker auf dem Rücken an den Start gehen und am Ende unter den Top-Leuten sind. Während wir hier wieder den Lindwurm sehen. Am Cottbusser Tor. Am Cottbusser Tor. Wirklich ein schöner Fixpunkt in Kreuzberg. Und man sieht auch am Rand die vielen, vielen Zuschauer, die sich auch durch den Regen nicht abhalten lassen. Im Gegenteil. Und hier immer wieder schön zu beobachten, die lachenden Gesichter, die fröhlichen Gesichter. Trotz dieser großen körperlichen Belastung genießen die Läufer und Läuferinnen dieses Bad in der Menge, in das die Zuschauer natürlich einbezogen sind. Der älteste Teilnehmer ist 81 Jahre alt und die älteste Frau 79. Lieber Thomas, ist das in dem Alter wirklich noch gesund oder ist Marathon überhaupt nicht gesund? Marathon, dieser heutige Tag, ist für die meisten nicht gesund. Das ist eine Überforderung und alle werden morgen und übermorgen noch heftig an den Marathon denken müssen, wenn sie Schwierigkeiten haben, die Treppe hinabzugehen. Und zu Ihnen in die Klinik kommen, aber trotzdem sind Sie Marathon-Fan, ne? Allerdings. Also eine kleine Sünde hier und da, die kann man sich schon genehmigen. Kann man das wirklich jetzt ernsthaft? Kann man. Ob man das noch mit 81 muss, ist eine andere Frage. Die Extreme sind immer ein bisschen fragwürdig. Aber andererseits ist der Marathon das Ziel, was vielen Läufern und Läuferinnen einfach dabei hilft, dieses Training über Jahre durchzuziehen und dadurch gesund zu sein, dadurch ihre Krankenkasse wenig zu belasten und dadurch auch letztlich die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland zu stützen. Sie haben in einem vielbeachteten Film mitgewirkt, 0 auf 42. Da wurden aus 1700 Bewerbern 7 gecastet und haben alle nach kurzer Anlaufzeit den New York Marathon geschafft. Das finde ich phänomenal.
Ist das exemplarisch? Gilt das für viele, die sich auf Dauerleistungen vorbereiten? Kleine Korrektur am Rande, es waren 17.000 Bewerber. Ach, 17.000? Ja, ja. Oh Gott. Und natürlich war das wieder etwas Spektakuläres, Besonderes. Wir wollten darauf hinweisen, dass es in relativ kurzer Zeit möglich ist, sich vorzubereiten. Ein Jahr stand zur Verfügung. Und wir wollten auch zeigen, dass es im Prinzip jedem möglich ist. Hier läuft zum Beispiel Mücke mit, der Berliner Architekt, der in der Vorbereitung 23 Kilo verloren hat, bis zum heutigen Tage auch nicht wieder zugenommen hat und der mit seinen 61 Jahren ein ganz hervorragendes Ergebnis in New York zustande gebracht hat. Das ist ein Beispiel für viele, die es auch schaffen könnten, würden sie sich nur aufraffen und mit Unterstützung ihrer Familie und Freunde sich ein solches Ziel heraussuchen und dem nacheifern. Ja, die RBB-Laufbewegung, die hat ihren Ursprung genommen hier in Berlin, aber sie gibt es mittlerweile eben auch in ganz Brandenburg. Und einer macht hier eine kurze Pause, das ist derjenige, der in Brandenburg dafür zuständig ist, Detlef Vogt. Wo ist Ihre Truppe? Ja, die ist verteilt über das ganze Feld. Jeder kämpft halt sein einsames Rennen. Wie ist es so, gemeinsam zu laufen? Ist das auch ein Vorteil hier beim Marathon? Ja, es macht unheimlich Spaß. Man kann sich gut die Kräfte einteilen, man kann die Zeiten abstimmen und es ist einfach ein schönes Gemeinschaftserlebnis. Macht riesig Spaß. Die Stimmung ist toll. Was mir gut gefallen hat, auch im Osten. So viele Menschen habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, der Marathon ist jetzt angekommen dort. Und nicht nur der Marathon. Ich habe gehört, in Brandenburg an der Havel, wo Sie auch sind, die spielen da ganz verrückt in Sachen Laufen. Oh ja, Brandenburg war schon immer eine gute Laufszene. Und jetzt mit RBB, wir haben da richtig was in Schwung gebracht. Schöne Grüße an die Brandenburger Lauffreunde und Fans. Hallo, bis demnächst. Lauft mal schön heute, nächstes Mal laufen wir wieder gemeinsam. Welche Zeiten haben Sie sich vorgenommen? Also ich war vor 2 Wochen in Frankreich, habe da einen Maddox-Marathon gelaufen. Heute heißt es nur locker auslaufen. Ich hoffe in 6 Minuten, also 4:10, 4:15, das sollte möglich sein. Für die gesamte Gruppe oder gibt es da auch schnellere drunter? Gibt auch schnellere. Ich hoffe, die Besten machen das in 3,5 Stunden heute. Und Sie haben mir ja gesagt, vielleicht kriege ich die Zeit wieder gut geschrieben. Das waren jetzt, glaube ich, so 2 Minuten Gespräch. Ich spreche mal mit dem Veranstalter, ja? Dann können Sie jetzt hinterher und mal gucken. Die 2 Minuten, die holen Sie da auf. Tschüss, schöne Grüße.
25 Kilometer sind schon passiert. Und das hat sie getan in einer Zeit, die nur noch eine kleine Minisekunde über dem Streckenrekord liegt. Also es läuft weiterhin darauf hinaus. Sie will hier nicht nur den Streckenrekord angreifen, sondern das Ziel ist eine Zeit in der Nähe von 2 Stunden 19, Entschuldigung. Und das wäre dann die drittschnellste je gelaufene von Yoko Shibui. Dahinter die zweite Japanerin, immer noch mit einem Abstand von 1 Minute 20 Sekunden. Und die deutsche Gruppe mit Sonja Oberem und der Kenianerin Beatrice Ombanza, die haben 4 Minuten Rückstand auf Yoko Shibui. Aber wenn wir das ja mal hochrechnen, nach Adam Riese wäre das immer noch im Bereich der Bestzeit für Sonja Oberem. Läuft alles sehr gut, nicht nur in der Spitzenposition. Felix Limo ist jetzt vorne, das ist der Favorit mit der Startnummer 2. Neben ihm Joshua Shelanga mit der 21 im roten Trikot und dahinter mit der Nummer 47 Joseph Riri. Alle drei aus Kenia und alle drei in einem wirklich Höllentempo unterwegs. 1:29:36 sehen wir bei Kilometer 30. Da gehen wir davon aus, dass sie etwa 2:06:0 laufen könnten, wenn sie dieses Tempo halten. Also auch eine 2:05 wäre möglich. Das ist in diesem Jahr noch keiner gelaufen und weltweit auch nur eine Handvoll Athleten. Und hier sehen wir Sonja Oberem und die Gruppe um sie herum. Was die Frauen angeht, hat sich ein bisschen erweitert. Rechts mit der F7 haben wir schon angesprochen, Beatrice Ombanza, die Kenianerin. Dahinter mit der F15 hat sich noch eine dazugesellt, die Äthioperin Laila Aman. Nicht ganz unbekannt in der deutschen Laufszene, hat den Mannheim-Marathon gewonnen, keine besondere Zeit. Aber hier sehen Sie, fast im gleichen Rhythmus werden da die Uhren abgedrückt bei der nächsten Kilometer-Zwischenzeit. Wichtiger Korrekturfaktor ja auch für die Läuferinnen und Läufer. Und da ist der persönliche Tempomacher ganz links von Beatrice Ombanza auch noch dabei, Steven Tapala. Sie erkennen das an der Figur, dass der eigentlich viel schneller könnte als die anderen Läufer, die da doch eher im sehr ambitionierten Hobbybereich diese Frauengruppe begleiten. Hier nochmal der Stand nach 25 Kilometern. Weiterhin fantastische Zeit, die Shibui anstrebt. Dahinter die zweite Japanerin Ominami, ebenfalls auf dem Weg zu einer absoluten Weltklassezeit. Und Sonja Oberem und Ombanza und Aman auf dem Weg etwa zu einer Zeit um 2 Stunden 25, 2 Stunden 26 im Bereich der persönlichen Bestzeit von Sonja Oberem. Und als Letzte auf der Tafel haben wir noch Romy Spitzmüller gesehen. Die 23-Jährige aus Leipzig will zum ersten Mal hier unter 2 Stunden und 30 Minuten bleiben. Und selbstverständlich lassen sich hier die Läuferinnen noch mal so richtig motivieren. Und ich glaube, das war genau das Erlebnis, was Sonja Oberem und auch die Japanerinnen sich gewünscht haben. Hier soll richtig Stimmung gemacht werden für die jeweiligen Ziele, die erreicht werden sollen. Und immer wieder nestelt Yoko Shibui an ihrem Armband, an ihrer Uhr, an ihren Handschuhen herum. Wird jetzt ein bisschen unruhiger, auch im Gesicht. Nicht mehr ganz so entspannt wie auf den ersten Kilometern. Aber die Tempomacher sind noch bei ihr, versuchen weiterhin ein sehr gleichmäßiges Rennen für sie zu bereiten. Eine wunderschöne Geschichte, der Mann ganz links, Hermann Achmüller aus Südtirol, hatte Naoko Takahashi zufällig ein Stück begleitet bei deren Weltrekordlauf hier in Berlin. Und inzwischen ist er Dauergast in Berlin. Und er ist nicht nur als Tempomacher, sondern gleich für die Topfrau, für Yoko Shibui, verpflichtet worden. Aber wir gucken im Moment auf die Männer, sehen nach wie vor Felix Limo mit der Nummer 2, mit der Nummer 47, Joseph Riri, die beiden Männer aus Kenia und Jackson Coach.
jeden Fall ein absolutes Weltklasse-Resultat wird Yoko Shibui anstreben. Und sie wird das auch erreichen, wenn sie nicht noch einen Einbruch erlebt auf den letzten Kilometern. Die letzte Zwischenzeit bei 30 Kilometern, immer noch ganz nah am Streckenrekord. Also es ist weiterhin drin, die Zeit unter 2 Stunden und 20 Minuten. Und ich habe es schon mehrfach erwähnt, der Kreis derjenigen Frauen, die das geschafft haben, diese Barriere zu durchbrechen, ist immer noch sehr exklusiv und sehr klein. Der Blick auf das Zentrum Potsdamer Platz, inzwischen ja auch eines der Attraktionen, der Anziehungspunkte geworden für die Berlin-Touristen. Und Yoko Shibui ist auch schon mal ein bisschen losgezogen zum Shoppen, hat sich mit Stiefeln versorgt. Die sind wahrlich nicht für diesen Marathon geeignet, aber da trägt sie selbstverständlich ihre Spezialschuhe. Und bisher scheint alles perfekt aufzugehen. Die Vorbereitung im Höhentraining in China absolviert. Nach dem doch eher ernüchternden Ergebnis beim Osaka-Marathon zu Beginn des Jahres. Und jetzt eine doch relativ solide Führung. 1 Minute 35 Sekunden vor ihrer Landsfrau Hiromi Omina. Und auf den letzten 2 Kilometern ist die Spitzengruppe ein bisschen langsamer geworden. Nachdem sie zeitweise wieder bis auf 7-8 Sekunden an die Durchgangsmarke von Paul Tergat herangekommen waren, aber dass sie jetzt fast 30-40 Sekunden hinter auf den letzten 2 Kilometern der Durchgangsmarke von Tergat geblieben sind, liegt daran, ich habe sie aus dem Studio gerade auch noch mal richtigerweise gehört, dass Tergat damals auf diesen Kilometern ein Tempo lief, das kein Mensch für möglich gehalten hatte. Und jetzt die drei vorne, Felix Limo und Rieri, der Stockholm-Sieger, der sich umschaut. Kommt da noch mal einer als Vierter, aber da steht nur hinter ihm, sieht man nur das Gesicht von Schelanga, der auch mal zu uns hier rüberschaut. Schelanga, den die Betreuer aus dem Auto heftig animieren wollten, auch ein bisschen was für die Pace, für das Tempo zu tun. Auch Felix Limo guckt sich da immer wieder um, um Schelanga auch mal ein bisschen zu animieren, nach vorne zu gehen. Ich glaube, Sie wissen alle, jetzt kommt die Verständigung mit den Betreuern. Die Betreuer zeigen an, gebt noch mal ein bisschen Tempo, aber den Mienen der Betreuer ist abzulesen, dass es zwar noch eine hervorragende Zeit geben wird, aber in Weltrekordnähe von Tergat werden sie nicht mehr kommen. Dazu waren die letzten 2,5 bis 3 Kilometer jetzt einfach zu langsam. Es hat im Übrigen aufgehört zu regnen. Es waren, sofern Sie das vorher nicht mitbekommen haben sollten, ansonsten erzähle ich Sie dann einfach nochmal, teilweise spektakuläre Publikumsszenen hier zu bestaunen. Auf dem Kurfürstendamm, am Rande des Kurfürstendamms, früher das Ziel war, der Zieleinlauf, waren so viele Menschen, wie ich sie in den letzten Jahren in Berlin nicht mehr gesehen habe. Und Felix Limo verschärft noch einmal das Tempo. Felix Limo versucht jetzt, die Entscheidung zu seinen Gunsten herbeizuführen. Urplötzlich, aus dem Nichts heraus ist er angetreten. Schelanga haben sie schon verloren. Das sind jetzt schon 20, 25 Meter dazwischen. Rieri versucht verzweifelt zu folgen dem Felix Limo, der jetzt hier umschaut und sieht, Schelanga ist schon mal weg. Jetzt hat er nur noch Rieri hinter sich. Wir fahren unter einem Wasserguss, unter einer Wasserdusche. Wofür braucht man die heute hier noch? Man hat wohl ein besseres Wetter hier heute erwartet. Fahren wir hindurch, haben da alles Mögliche abbekommen. Die Pfützen sind zum Glück nur am Rande dieser Straße. Und in der Mitte Felix Limo, jetzt angefeuert von den Betreuern, versucht noch einmal aufs Tempo zu drücken. Also jetzt hat er noch einmal beträchtlich verschärft. Kann Rieri folgen? Rieri schaut sich schon um, sieht 30 Meter hinter sich Schelanga und Felix Limo so 2 Meter vorauslaufend. Und die Zuschauer hier in der Leipziger Straße ganz dicht an die Läufer herangekommen, teilweise bis 5-6 Meter auf die Straße gelaufen. Und jetzt ganz angenehm natürlich, wir sehen lauter rote Ampeln, aber die gelten zum Glück heute nicht. Die Verkehrsregeln außer Kraft gesetzt und Rieri läuft noch einmal auf zu Felix Limo. Also so einfach kann er den nicht abschütteln. Im Gegenteil, Rieri setzt sich neben ihm, macht vielleicht auch demnächst auch wieder ein bisschen Tempo. Also das wird ein spannendes Rennen zwischen den beiden. Das Einzige, was wir festhalten können, Schelanga ist weg. Das sind jetzt schon 40, 50 Meter. Felix Limo versucht sich nach links abzusetzen.
hat die extremste Innenbahn gewählt. Das sind aber tückische Pfützen. Hoffentlich rutscht er nicht wieder weg, wie ihm das heute schon einmal passiert ist. Jetzt aber nicht. Er hält die blaue Linie. Das ist fast ein Schattenlauf jetzt zwischen den beiden, zwischen Felix Limo und Riri. Also, das waren unsere Eindrücke vom Motorrad. Fast wie ein Uhrwerk begleiten die beiden Männer hier die führende Yoko Shibui. Herbert Achmüller rechts vorne im gelben Trikot und links mit der 37 Gregorio Calcaterra, der Italiener, mit perfektem Zeitgefühl. Es ist immer der gleiche Abstand. Yoko Shibui 2-3 Sekunden über der Streckenrekordzeit von Naoko Takahashi. Und wir erinnern uns damals, Takahashi hatte am Ende ein paar Probleme, konnte das hohe Tempo nicht ganz halten. Und wenn Shibui tatsächlich in der Lage ist, dieses Rennen hier gleichmäßig durchzulaufen, dann wird sie die drittbeste aller Zeiten werden. Sonja Oberem ebenfalls auf einem hervorragenden Kurs. Es läuft perfekt für sie bisher. Ich hatte kurz Gelegenheit, mit ihrem Trainer Paul-Heinz Wellmann zu telefonieren. Alles im grünen Bereich. Mit ihr in dieser Gruppe ist weiterhin die Kenianerin Beatrice Umbansa. Hier sehen wir sie mit der F7. Und was wäre das für ein Verlust, wenn Sonja Oberem sich tatsächlich entscheiden sollte, hier den letzten Marathon ihrer Karriere zu machen. Zu Hause wartet das elterliche Unternehmen, ein Eisen- und Holzwarenhandel in Mönchengladbach-Reit. Aber vielleicht animiert sie nochmal ein tolles Resultat hier in Berlin, doch weiterzumachen. Sie wird sich sicher schon ein paar Gedanken während dieses Laufs machen und vielleicht dann schon im Ziel die Entscheidung parat haben. Aber die Frau, die hat in dieser Woche wieder viel getan für den Laufsport, war auf der Marathonmesse, hat für die Welthungerkinderhilfe ein Projekt geleitet, war bei Jugend trainiert für Olympia. Also die ist nicht nur fixiert auf ihr Rennen, aber ganz auf ihre Leistung bedacht. Yoko Shibui. Etwas abschüssige Passage. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Nicht ganz einfach, da nicht aus dem Rhythmus zu kommen. Bei den pfützenübersäten Straßen, die wir ja leider hier haben, heute beim Berlin-Marathon. Aber das Positive, man sieht es an den Bäumen, überhaupt kein Wind. Und der Regen hat auch so weit nachgelassen, dass das nicht weiter beeinträchtigt. Eigentlich gute Laufbedingungen, sowohl für die Männer als für die Frauen. Felix Limo unter dem Trommelwirbel der Fans nähert er sich dem Brandenburger Tor. Ist das ein herrliches Bild? Hoffentlich geht es ihm nicht so wie Paul Tergert, dass er weiß, wo er hinzulaufen hat. Ja, und sie zeigen es ihm. Sie zeigen es ihm an. Wir müssen links fahren, Willi, links vor der Balustrade. Felix Limo über die Pflastersteine. Jetzt noch eine ganz kleine Erhebung nehmen. Ein erhöhtes Pflaster, das er hier absolvieren muss in Richtung Brandenburger Tor. Aber man wollte eben die Chance mit der blauen Linie öffnen, dass er mitten durchlaufen kann. Das kann er jetzt auch. Felix Limo, 20 Meter Vorsprung auf Josef Riri. Jetzt noch das Brandenburger Tor. Das werden Gefühle sein für ihn. Auf den letzten Metern Felix Limo. Jetzt kommt die Zielgerade. Das sind noch 200 Meter. Und schauen wir mal, wo ist denn der Wagen mit der Uhr? Der ist schon vorausgefahren, aber wir werden das ja im Ziel ja erkennen. In jedem Falle steht fest, Felix Limo wird, da er jetzt exakt bei Kilometer 42 angekommen ist, der Sieger dieses Berlin-Marathons in diesem Jahr werden. Da braucht er sich nicht mehr umzuschauen, links, rechts. Jetzt hat er seine persönliche Bestzeit, die Weltjahresbestzeit überschritten mit 2:06:20 jetzt im Moment. Also wie wir gesagt haben, er wird nicht ganz herankommen, auch nicht unter 2:06 bleiben, sondern etwa bei 2:06:40 wird er ins Ziel kommen. Aber Felix Limo, schön ein Stadion aufgebaut hier auf der Zielgeraden. 3.000, 4.000 Menschen empfangen ihn in diesem Stadion bei diesem Marathonlauf. Und mit Finger ist schon oben. 2:06:43 für uns hier auf dem Motorrad blieb die Uhr nicht stehen. Kommt Felix Limo als Sieger des diesjährigen Berlin-Marathon ins Ziel. Vor Josef Riri und Riri, der sich da sofort bekreuzigt, der vollkommen ermattet ist als Zweitplatzierter.
Er sinkt da fast zu Boden, wankt in Richtung Felix Limo, um ihm zu gratulieren. Aber der hat seine Bestzeit um mehrere Minuten verbessert. Und jetzt kommt natürlich die Gratulation. Celanga als Dritter ins Ziel gekommen. Also war ein schöner Zieleinlauf. Und damit zurück zu euch ins Studio, Jochen. Boah, wir haben natürlich hier auch den Atem angehalten. Und wenn wir mal auf die Jahresweltbestzeiten blicken, Thomas Wessinghage, dann muss man feststellen, dass das eine Zeit vom Feinsten war, die wir hier gesehen haben. Absolut, das ist die fünftschnellste Zeit, die jemals in Berlin erzielt wurde, in der ewigen Weltbestenliste.